Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monaco. What's yours is mine. Und zwar werden wir jetzt sofort fahren, wie ich es auch versprochen habe. Also ein Level heißt, dass ich das Level durchzocke und der Part das Level, so lange es wie ich für das Level brauche. Und seid bitte nachsichtig, wenn das am Anfang jetzt nur 10 Minuten dauern kann, wie jetzt zum Beispiel beim ersten Level, The Prison Break. Da das erste Level ist, wird es jetzt nicht so lang dauern, also seid bitte nachsichtig, aber dafür werden später dann vermutlich so 1-Stunden-Videos oder so rauskommen. Deswegen fangen wir mal an. Ich habe mir für den Anfang mal den Dingens hier, den Lookout genommen. Ne, nicht den Lookout, den... Wie hieß der denn jetzt? Nicht der Hacker, sondern der Schlösser knacken kann. Junge, geht die Musik im Hintergrund ab. Pickpocket, nee, Lockpick, genau. Also, machen wir mal weiter. Psst. They shipping you guys off tomorrow? We, I'm to be deported and there is no actor in the zoo. Relax, chief, I can get us out of there, here. The psychopath is coming too? He'd better not make a sound. Escape from the prison while the storm lasts. Ready, steady, go. The Prison Break. Und wir sind hier der Lockpick. The Lockpick. Und was sich super geil im Game gemacht ist, wir können auch durch Türen sehen. Also wie ihr gerade seht, ich stehe hier an der Tür, kann da so ein bisschen reingucken. Wenn ich hier hinten bin, wird das wieder etwas weniger. Und das Geilste, was es in dem Spiel einfach gibt, man kann pinkeln! In Toiletten. Man kann sogar so ein bisschen daneben pinkeln. Mit der geilsten Sachen. Hä? Das ist neu! Diese Typen da waren vorher noch nie da. Welcome to Enhanced Mode, which changes the main campaign based on player feedback. Geile Sache, Jungs! Geile Sache! Sauber gemacht, Alter, endgeil. Genau dann, wenn ich das Let's Play aufnehme, haben die Kampagne geändert, sodass ich auch noch mal ein paar neue Sachen sehe. Sauber! Richtig sauber gemacht, Jungs. We added new game mechanics, rebalanced difficulty and polished level design. Enjoy! Nice, aber wir nehmen auf jeden Fall alles mit, weil wenn ich hier... Nee, das war nicht die Leertaste, das war auch nicht der hier. Ich guck mal eine Sekunde unter den Optionen bei Controls. Sneak is left, use gear. View hat Y. Passiert nichts. Okay. Dann gehe ich nochmal in die Option. Controls. Toggle Shared Vision Space möglicherweise dann. Ich guck nochmal. Hä? Egal, jedenfalls müsste es eine Taste gehen, um zu gucken, wie viele Münzen noch auf dieser Ebene sind, weil ich werde versuchen, jede Münze mitzunehmen. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir sind Floor Cell Block. Watch out for guards. Dear Mom and Dad, life as a prison guard has been pretty boring. Mainly, I spent all night just staring at my computer, hoping for something exciting to happen. But that day never comes. So I'm relegated to babysitting drunks, debtors and thieves, while my buddies in the fourth area chasing the real criminals. They all make fun of me. They call me white shirt. And because I don't carry a gun, they say that I'm a second-rate law enforcement officer. Sigh. How are you? How's the cheese farm? Give me love to Estelle, and milk a cow for me. Love, your white shirt son. Pierre, P.S. I'm still having nightmares about Billy. I can't believe you flushed him down the toilet. Geil. Okay, dear mom and dad, life as a prison breaker. Hold shift to sneak. Sneaken, sneaken. Laufen, laufen, sneaken.
Da haben wir so einen Typen, der pinkelt aber gerade leider nicht. Und das Spiel hakt zwischendurch. Es tut mir auch super leid, wenn das Spiel jetzt haken sollte, aber im Hintergrund rendere ich noch ein paar Videos und lade Videos hoch, deswegen seid ein bisschen nachsichtig. Oh, und da hat wohl einer einen Tunnel gegraben. Naja, wenn was ich mache, ich was für euch, kenne das schon. Rein da. Tunnels. Was sind das denn für neue Geräusche? Okay. Und übrigens, da darf ich nicht drauf treten. Das sind solche Laserteile, dann wird der Alarm ausgelöst. Ich muss jetzt erstmal hier den Strom abschalten. Zack, und hoch da. Diese Musik von dem Spiel, die geht mega ab, finde ich. Street Level. Und hier haben wir auch alle Münzen. Im nächsten Level gibt's... What the fuck? Wow, das hier ist neu. Das hier ist neu. Nice. Oh, ich finde das richtig geil, dass die hier neue Sachen reingemacht haben. If guards are chasing you, break their line of sight. Ja, ja. Da haben wir einen Guard. Ah, okay. Das hier sieht jetzt wieder alles ganz alt aus. Wie vorher halt. Da haben wir den Guard. Wir wollen natürlich alle Münzen mitnehmen. Und ich muss gucken. So, jetzt müssten wir da alle Münzen mitgenommen haben. Uhohoho. Das war knapp. So, geh. Geh. Geil, da oben ist auch neue Zimmer. Ah, ne. So, hier nehme ich mir die Münzen auch noch mit. Der geht da lang. Das heißt, wir können hier lang gehen und schalten schnell den Strom aus. Schnell, 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 schnell. Nehmen die Münzen noch mit. Durch. Und ins Auto. Komm, starten. Starten. Und wir haben die auch alle Münzen. Und sind entkommen, Baby. Coins collected. Cleaned out. Final score. New daily rank. New all-time rank. Already unlocked. Hijack at the hairpin. Ja, und das war das erste Level von Monaco. What's yours is mine. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Lasst doch mal einen Kommentar da, falls ihr irgendeinen Schwachsinn in den Kommentaren schreiben wollt. Abonniert, wenn euch auch unsere anderen Videos gefallen. Und schaut auf jeden Fall noch bei unserem Rust Let's Play, bei dem Dishonored Let's Play vom lieben guten Dave rein und bei dem bald eintreffenden DayZ Let's Play rein. Das wird auf jeden Fall richtig gut abgehen in DayZ. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play. Monaco, what's yours is mine. Ciao, Leute.